Weil hier etwas Neues, das kenne ich noch gar nicht. Okay, nehmen wir erstmal die Droplinie. Also, um eine Kurve in Drop. Oh ja! So, heute mit dem neuen Testbike. Also jetzt nicht ganz neu, aber zum ersten Mal für ein Videodreh quasi. Das von BH Bike, das EMTB. Ja, mal gucken, ob es die neue Freeride-Strecke mag oder die neuen Features. Probieren wir mal aus, fahren wir erstmal die Nordschau-Strecke. Also, zur Nordschau ist, oh, eine Pfütze. Die alten Nordschaus oben stehen noch. Keine Ahnung, ob die noch bleiben oder nicht. Aber wir nehmen sie mal mit, ne? Ich hoffe, die könnt ihr gut sehen. Ja, also, man kann auch da links nehmen. Da hat Tom Oehler mal so einen mega krassen Bunny abgemacht. Den blende ich euch mal ein. Mega weit gegappt. Ich fahre mal hier den schmalen, einmal um die Bäume rum und dann hier ins Flat droppen, weil hier etwas Neues, das kenne ich noch gar nicht. Okay, nehmen wir erstmal die Droplinie. Also, um eine Kurve in Drop. Oh ja, sehr schön. Jetzt noch zur Freeride zurück. Okay, hätte ich jetzt meinen E-Bike-Motor an. Also, schaut euch das mal an, das werde ich in der nächsten Runde dann mal die andere Variante nehmen. Jetzt erstmal Freeride-Strecke, nachher dann der Vergleich, zur, wie sie vorher war, vor 3 Jahren. Und jetzt erstmal aktueller Stand. Ja, läuft. Hoppala. Ah ja, den habe ich jetzt nicht. Okay. Also, die Tables. Ach, hier sind auch neue Nordschots. Oh. Okay, die habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, falscher Gang. Falscher Gang. So, hier sind ein paar Bänder. Okay, kleiner Table. Hui, hier war so kleine Bänder. Oh, ein paar Bremswellen getroffen. Hier. Okay, das heißt, so, hier muss man gucken, kleine Pause machen quasi, dann geht es weiter auf der Freeride. Bin hier aber schon Ewigkeiten nicht mehr gefahren, den nächsten Teil, vielleicht letztes Jahr irgendwann. Die Freeride-Strecke ist von 2003, glaube ich. Die wurde jetzt in den letzten Jahren extra so ein bisschen rough gehalten, also dass die absichtlich die Steine, die rauskamen, nicht irgendwie abdecken, weil so richtig glatt kann ja auch die Flow, können die Flow-Trails, und die ist ja bewusst ein bisschen ruppiger gehalten. Die werden die bestimmt aber auch mal umbauen, die Freeride. Jetzt gucken wir mal, was hier kommt. Kleiner Table. Okay. Ui, boah, dieses Bike, das kickt so krass, ey. Und hier, ja, die sind relativ steil geshaped. Boah. So, ja, diese haben sich nicht verändert. Okay, kurze Irritation, ich fahre hier links. Okay, hier sieht man, dass das ein bisschen ruppiger ist als jetzt die Flow-Strecken und hier im Waldstück jetzt auch steiler wird. Also mein Fahrtechnik-Tipp wäre, achtet darauf, dass ihr euer Gewicht schön auf den Füßen lässt und euch nicht so auf den Lenker stützt. Hier kann man, okay, da haben sie gesperrt, die Nordschaus. Hier gibt es jetzt diese, ah ja, ja, okay. Ich blende mal den Sturz ein, den ich mir vorher hatte. Wenn er die macht, wartet er auf mich. Das ist doch... Also gut, Achtung, langsam. Also im Herbst aufpassen mit Laub, bitte. Oh, ich war ewig nicht. Ah, da war doch noch ein Dra, oder? Ich weiß gar nicht so. Ach, hier haben sie ein bisschen gemacht. So, Pflastersteine. Okay. Ah, nehme ich mal lieber den Table. Ui. Okay, was kommt jetzt hier? Innere Linie. Ja, die hat sich hier nicht verändert, ne.
Alles beim Alten, würde ich sagen, ne? So. Und jetzt an die Bremswellen vorbei. Auch mit dem Fully. Mega schön wendig, das Fahrrad. Okay. Hier mal gucken. Ob es hier staubig ist, ich weiß gerade nicht. Hier sind immer so Abkürzungen. Nehmt die bitte nicht, sondern fahrt bitte die Strecke. Ja. Okay, hier kann man einen kleinen abziehen. Okay. Hier wieder schön auf der Strecke bleiben. Aber die haben die Abkürzung auch zugemacht. Hatten sie keinen Bock mehr. So. Hier ist echt immer viele Löcher. Keine Ahnung, was da los ist hier. Boah, hier ist immer so zerbombt. Alter. Kann man einen kleinen Table springen. Ui. Naja, so halb. Okay. Und dann wieder einen Rand fahren. Ich fahre hier lieber am Rand. So. Jetzt eine kleine Bremsschikane. Ey, da muss man nochmal so ein bisschen versetzen. Und dann würde ich sagen, mal ab zum Pump Trail. Der Pump Trail, der gehört dazu. Zur Freeride. Den gibt es auch seit ein paar Jahren. Ich kann euch sagen, wenn ihr mit Leuten da seid, die noch nicht Flow Trails und so gefahren sind, bevor ihr die auf den Flow Trail schickt, schickt sie auf den Pump Trail. Der kommt hinter den Tunnel. Yo. Der ist so spaßig. Der kann jeder fahren. Also noch anfängerfreundlicher als die Flow Trails. Echo, hallo. Also als Könner kann man auch schon ein bisschen Anlauf nehmen. Mit Autos aufpassen, die von vorne kommen. Ja, hier kann man so reingippen. So. Und ein bisschen pushen kann man. So. Lustiges Detail, hier ist ein Stacheldrahtzaun. Also bitte nicht über die Kurve fallen. So. Und gleich kommen die Pumpstellen. Also pumpen. Pumpen. Pumpen, pumpen. Deswegen heißt er so. Pumpen, 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 pumpen und abziehen. Hui. Und dann ab zur Liftstation. Willingen, wie es lebt und lebt. Okay, super. Also. Vielfacher Mega-Balance-Champion. Oh yes. Jetzt wieder auf die alte Freeride. Was ein Style, ey. Yes. Also, wieder hinter René. Oh, too flat. Oh, manual. Oh, fuck, jetzt wird er schnell, jetzt wird er schnell. Ah. Boah. Oh, I
alternative Linie jetzt. Nein. Oh yes. Da ist er. Immer dem Red Bull Helm hinterher. Oh man, fuck it. Manual Challenge 1-0 für René. Und ja. Oh. Oh yeah. So. Wieder die breite Lenker Challenge. Joa, Schaltwerk überlebt. Mega, danke dir. So.